Willkommen zu unserer Rubrik Gemeinde aktuell. Heute sind wir in Straßburg, neben mir ist der Bürgermeister Christoph Heider. Ich begrüße Sie. Hallo. Können Sie uns denn sagen, was in letzter Zeit in Straßburg so passiert ist? Wir haben unseren Kindergarten thermisch saniert und auch eine Kinderkrippe zugebaut. Dann haben wir eine Photovoltaikanlage auf verschiedenen Standorten in der Gemeinde installiert. Wir haben auch einen Teil der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Und wir haben auch eine neue Sportanlage für den ASV Straßburg bekommen. Was bietet Ihre Gemeinde für die Jugendlichen? Ja, wir haben verschiedene Vereine, zum Beispiel den Fußballverein, den Tennisverein. Wir haben zwei Funkort-Plätze. Wir haben einen Musikverein, Naturfreunde. Und wir bieten auch den Disco-Bus und eine Ferienbetreuung an. Sie haben die Ferienbetreuung angesprochen. Können Sie uns das denn näher erklären? Die Ferienbetreuung gliedert sich in zwei Teilen. Der erste Teil betrifft ein Fußballcamp, das vom ASKÖ gemeinsam mit dem ASV Straßburg durchgeführt wird. Das dauert 2 Wochen. Und der zweite Teil, der auch 2 Wochen dauert, das ist dann das eigentliche Feriencamp, die Aktivwoche, die wird von den Kinderfreunden durchgeführt. Wie sieht es mit der Nahversorgung und der Gastronomie in Straßburg aus? Wir haben einen kleinen Fleischhauer und eine Kreislerei. Dann haben wir noch einen Pizza Go, ein Pizzalokal und ein kleines Dorflokal, das Dorfleben. Welche Infrastrukturprojekte sind für die nächste Zeit geplant? Wir werden 2 Straßen sanieren, beziehungsweise werden wir auch die Zufahrt zum Friedhof verbessern. Wir werden 2 Klassen für die Volksschule Straßburg neu dazu bekommen. Und wir werden auch natürlich versuchen, den Bahnhof Straßburg zu erhalten. Wir haben ja eine Direktanbindung nach Wien mit 55 Minuten Fahrzeit bis Wien-Meidling. Sie haben ja das Projekt Klima- und Energiemodellregion initiiert. Was können wir uns darunter vorstellen? Im Prinzip geht es da um technische und soziale Innovationen, um auch die Lebensqualität für zukünftige Generationen zu optimieren. Im Genauen geht es da um die Forcierung von Photovoltaikanlagen, E-Mobilität und den öffentlichen Verkehr, oder auch um die Wärmedämmungen oder Altbausanierungen. Was plant die Gemeinde in nächster Zeit? Zum einen wollen wir Wirtschaftsansiedelungen forcieren für Klein- und Mittelbetriebe. Wir werden da auch Wirtschaftsförderungen für Betriebsansiedelungen ausschütten. Weil wir auch eine wachsende Gemeinde sind, ist es natürlich auch wichtig, dass wir Bauplätze bzw. Wohnungen zur Verfügung stellen. Wie sieht für Sie denn die Zukunft von Straßburg aus? In Zukunft soll auch der Mensch im Mittelpunkt stehen, inmitten einer intakten Naturlandschaft. Es soll auch dann ein sogenanntes Sonnenkraftwerk Straßburg entstehen. Wichtig ist auch, dass das soziale Leben erhalten bleibt, dass die Kommunikation und das Miteinander im Mittelpunkt steht. Das war es zur Gemeinde Straßburg. Bis zum nächsten Mal bei Gemeinde Aktuell.